Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir das Golden Egg einfordern und werden schauen, was Leute gegen das Golden Egg traden. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich sehr unterstützen und freuen natürlich auch. Und ja, dann aktiviert auch gerne da die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das könnt ihr eigentlich alles schon. Muss man sich ja eigentlich gar nicht mehr wiederholen. Ich habe außerdem meinen, ja, wunderschönen Mund. Hallo, ich bin Romeo. ich sehe sehr intelligent aus so. Auf jeden Fall, ja, werden wir auch was Kleines verlosen. Und zwar verlose ich eine Fly Potion. Um eine Fly Potion zu gewinnen, schreibt Hashtag Fly rein. Und das ist das auch nicht immer. Bitte lieb die Person, die gewinnt. Oder wenn ihr mitmacht, dann guckt bitte im nächsten Video auch. Weil ich mache es immer so, meine Verlosungen werden immer im nächsten Video dann aufgelöst. Das heißt, dann ist zum Beispiel, mache ich morgen halt das, da hatte ich heute nach dem Video, das nächste Video ist dann die Verlosung, wird die Verlosung aufgelöst am Ende des Videos. Und öfters ist, dass die Gewinner sich dann gar nicht mehr unbedingt melden und dann muss man sie selbst kontaktieren und das ist immer echt anstrengend. Darum wäre es mir viel lieber, wenn ihr euch dann auch, wenn ihr gewinnt, oder halt mitmacht, dann mal dann vorbeischaut, ob ihr gewonnen habt. Und ja, dann würde ich sagen, geht es los. Habt viel Spaß beim Zusehen und miau. Okay, weil wir müssen jetzt hier auf Sternchen gehen und jetzt gehen wir hier runter. Ah, ich freue mich. Okay, seid ihr bereit? Und ich hab's in der Hand. You each the golden eggs. Your star will be reset. Ja, Leute, wir haben es. Wartet hier. Golden Egg, Golden Egg, Golden Egg, es ist nicht Golden Tier, aber gut. Ich frag nicht nach. Egal, dann werden wir jetzt in die nächste Lobby gehen und schauen mal, was die gegen dich traden, Herr Goldi. Kann man den umbenennen? Nee, leider nicht. Schade. Okay, wir sind in einer Lobby drinne und es scheint, als ob das eine Rich Lobby ist, wie man das so sagt. Weil, ja, die schreiben hier halt alles Mögliche mit Kängurus, Parrots, Neon, Flywhite, alles Mögliche. Darum gehen wir auch mal auf unserer coolen Wolke hin. Fahren mal kurz alle um. Oh Gott! Was ist hier los? Ich fühle mich schwach. Mann, dagegen habe ich ja eigentlich dann gar nichts, weil, guck mal hier. Ich wollte gucken, was Leute gegen mein Golden Egg geben und die haben hier sowas. Da habe ich ja gar keine Chance. Wir gucken einfach mal hier rum, wer alles hier so ist. Okay. Ui, die traded Sachen. Okay. ach Gott, wir haben echt keine Chance, Leute, glaube ich. Guck mal, jetzt alles in Neon. Wie? Manches mega Neon und so. Wie? Wie machen die das? Na gut, wir können es ja trotzdem mal probieren. Ich glaube nicht, dass das wird. Wir werden die Lobby wechseln. Mann, warum habe ich so eine Lobby nicht gefunden, wo ich die Giraffe ausleihen durfte von Sali? Ey, das ist viel zu krass. Guck mal, er ist allein. Den kann man mal eine Anfrage auch machen. Ach, ist schon ein Trade. Ah, okay. Ich habe es an Vanessa Pro gesendet. Ja, Vanessa. Yay. Okay, wie scheint, gibt Vanessa wohl ihren Dodo in Flywild. Lieber Vanessa, tut mir leider leid, dass auch mein erstes Golden Egg ist. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch das Golden Egg wert ist. Früher war es ja sehr viel wert. Und jetzt habe ich keine Ahnung. Dieses Gesicht, Mann, das sieht so bescheuert aus. Hallo. Ah, halt, wartet, ich habe den Namen ausgemacht. Jetzt kann man den Namen sehen. Guten Tag, Herr Evelyn. Ach, hi. Ja. Danke. Mann, was ist mit mir los? Guck doch das mal an. Das ist nicht normal. Ich bin verwirrt. Achso. Kann ich dir was schenken? Nein. Behalte lieber deine Sachen. Ey Leute, ich glaube, das macht hier in der Lobby echt keinen Sinn. Ich muss eine neue finden. Okay, wir trainen jetzt mit Fahrzeugs. Hoffentlich heißt er so. Ui, ein Lama in White. Und eine White Potion. Ja, das ist auf jeden Fall was Cooles. Ah, es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich abgelehnt habe.
Und der sie will mir schenken, aber ihr kennt mich ja mit Geschenken. Wir traden mit Love-Roblox. Sie würde ein Austrian-Kelpie geben, einen Red Panda und ein Aussie-Egg. Ach, es tut mir leid, mache ich auch nicht, tut mir leid. Wir sind jetzt in einer eher leeren Lobby, kann man so sagen, wahrscheinlich. Hier ist jemand, der bittet um Pets. Hallo Indirama, wir schreiben mal Hi. Okay, Golden Egg. Wir gucken mal, was Indirama gibt. Jetzt davor sind wir lustigerweise in eine Lobby gekommen, wo einfach super viele Reiche waren. Okay. Indirama ist auf jeden Fall interessant. Und zwar ja, sie würde halt einmal so ein Skelettwagen geben. Eine Kutsche, Skelettkutsche, dann noch ein Zug, zwei Aussie-Eggs und ein Skelettrex. Wäre wahrscheinlich wirklich fair. Also ja, ich bin wahrscheinlich der Echte. Handel. Wir schicken einfach mal allen hier eine Anfrage. Ui, Puffy. Okay. Dieses Gesicht. Außerdem, ich versuche es immer wieder mal unterschiedliche Gesichter zu machen. Machst gerade Video? Ja, mache Video. Grüße geht raus an Familie Mai. Und ja, stimmt. Ich wollte auch mal wieder, da schreibt jemand Fake, keine Ahnung warum. Ich wollte mal wieder auch wieder ein paar Leute grüßen im Video. Habe ich bis jetzt leider ein bisschen vergessen. Tut mir auf jeden Fall sehr leid. Will ich aber jetzt mal wieder machen. Sie hatte ein Einhorn White gegeben. Golden Uni hat sie rausgetan. Kann ich auch verstehen, weil war ja White. Handel. Okay, guck mir mal, was sie gibt. Na, ich habe leider eher kein Offer für 4 Kids zu uns. Tut mir sehr leid. Na, Küsse Queen leider ein Aussie wird es echt nicht wert sein. Tut mir leid. Aber, was ich auch noch mal zeigen wollte, da habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar, ich habe es mal, das hatte mir jemand vorgeschlagen. Hier, ich hatte meinen süßen Parrot. Hatte ich noch, das kann man gerade gar nicht sehen, das zeige ich gleich. Oh Gott, warum will die... Nein. Crystal Queen, das ist ja sehr lieb von dir, dass du schenken willst, aber... Ein Känguru? Ne. Es tut mir leid. Ist viel zu viel. Ich bin dein größter Fan. Dankeschön. Danke hier, Mart. Ich Gott, das ich bin... Und ich und Namen aussprechen, das ist wirklich nicht gut. Oh, wer ist da denn? Handel... Und Handel. Genau, was ich zeigen wollte. Ich habe... Und das kann man schon wieder nicht sehen. Mist. Grüße draußen, KJ. KJ. Oh Gott. Gut, Evelyn. Grüße draußen, Evelix. Oder Evelyn vielleicht. Evelyn 123. Und grüße draußen, KJ. KJ. E. Mart. Bestimmt ganz anders ausgesprochen, tut mir leid, ihr beiden, aber ihr kennt mich mit Namen aussprechen, wahrscheinlich schon. Biga, es ist auf jeden Fall, ja, ganz interessant. Ich weiß halt leider nicht, ob es wirklich so das dann wert ist. Ich glaube, das wird ein bisschen mehr wert sein. Alter. Ja. Hey, das Cloud habe ich auch. Ah ne, das war gar nicht das Cloud, das war das hier. Aber Leute, guckt mal hier. Seid mal ehrlich, wie sieht die aus? Ich finde die voll cool. Ich habe die gegen meine Crow getradet. Weil, ey, das ist mein absolutes Lieblingsauto im ganzen Spiel auch. Wissen ja wahrscheinlich schon manche, weil das habe ich schon mal erwähnt. Oder schon mal zweimal. Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich auch. Aber da habe ich schon mal auf jeden Fall mal erwähnt. Und ändert sich auch nicht. Schon mal bei mir nicht. Ja, ich muss mal wieder ein paar adden. Ich bin in letzter Zeit so müde, aber wir schreiben gerade noch ein paar Arbeiten, aber bald ist Schluss mit den ganzen Arbeiten. Oh, Indirama, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir eh allen leid, die ich ablehne. Oh, ein Neon Red Panda. Ich habe auch einen, der ist voll cool.
Oh, ich kann dich leider nicht annehmen. Es tut mir so la super leid. Okay, da ist wohl ein Scammer. Da hinten. Affenkopf, ich glaube, das war fair. Ich weiß es nicht genau. Sophie, gucken wir mal bei dir. Eine Eule. Okay, hat sie wieder rausgehauen. Schade. Weil da habe ich gerade echt überlegt. Oh Gott, soll ich das traden? Das wäre. Weil eine Eule habe ich halt nicht. Okay, Sophie hat eine Maus drinne und eine Katze. Sind leider auch noch nicht so viel. Oder ich weiß es nicht. Halt, ist halt ja sagenhaft. Könnte vielleicht doch sein. Keine Ahnung, genau. Kann ich leider sehr schlecht sagen. Affenkopf mit dir hat mir schon getradet. Ich versuche mit anderen Leuten noch zu traden. Zum Beispiel mit Imes. Ich glaube, mit ihm habe ich noch nicht getradet. Ein Albino-Bett, ein Pet-Egg. Alter, wie oft macht er das da eigentlich? Mein Handy vibriert. Ich hab's vergessen, wieder auszuschalten. Oh Mann. Oh, es tut mir leid. Werde ich auch eher ablehnen. Hi. OMG. Hi. Heile Sophie. Renegade Jailer. Okay, konnte ich leider nicht machen. Ich habe einen so einen Force Dragon. Aber da ist er. Ich weiß nicht warum, ich bin gerade super müde. Hab mir dein Merch gekauft. Dankeschön. Oh, es tut mir leid, Ryuking. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Handy? Okay, Leute, ich muss das echt wieder kurz ausschalten. Ich hab's total vergessen. Aha, Affenkopf, tut mir auch leid. Ja, ich weiß halt nicht, es ist halt irgendwie dann, waren es viele Leiche, darum kann man dann auch immer nicht. Und ich wollte es auch gar nicht heute traden. Ich will es erstmal schauen. Natürlich, wenn es jemanden Mega Neon Shadow Dragon gibt, ihr wisst, wie ich es meine, dann würde ich wahrscheinlich annehmen. Wäre auch komisch, wenn ich es dann nicht annehmen würde. Okay, das sind viele Pets auf jeden Fall. Oh, Annie Baby, es tut mir sehr leid. Oh, tut mir leid. Früher haben auch voll viel oft Leute immer mal unter meine Videos geschrieben. Ui, ein Krokodil. Okay, das ist fair. Das wäre sehr fair. Das wäre zu fair. Oder Schokolade will flexen. An alle, die jetzt nicht wissen, was flexen heißt, einfach halt, dass man so die besten Sachen von sich reingibt. Ja, das will ich wahrscheinlich doch wieder dann nicht, Mann. Tut mir sehr leid, Schokolade. War auf jeden Fall sehr fair für. Oi. Hi, Ursulino. Ich und ihre Namen. Hi, Roman. Oder Roman. Ja, Lisa D. Oh, Puddy. Auch ein Christmas Egg. Ich habe ja auch eins. Habe ich mir mal ertradet. Und das war cool. Wir gucken mal, was du noch gibst. Ein Einhorn, okay. Ich weiß noch am Anfang, wo die noch fast niemand so richtig hatte, die Golden Eggs, habe ich meinen Foster gegen gegeben. Im Nachhinein bereue ich es total. Jetzt sind sie sehr häufig da. Werde ich leider auch nicht machen, tut mir sehr leid. Ich weiß halt auch gar nicht, wenn ihr noch wer, wenn einer von euch weiß, wie viel eigentlich das sowas wert ist, ein Golden Egg, dann könnt ihr es mir gerne sagen. Und ja, ich würde außerdem auch sagen, das war's mit dem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Das hier ist außerdem, was ich zeigen wollte, mein Parrot. Ich habe ihm so eine Brille gegeben und ein Diadem. Finde ich auf jeden Fall sehr hübsch. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und bye bye. Miau.